Genossinnen und Genossen, in der Tradition von Till Eulenspiegel, Fritz Teufel und Christopher Schlingensief erfreuen wir uns seit jeher an aggressiver, rücksichtsloser und hundsgemeiner Kommunikationsguerilla. Das Feld wird aktuell dominiert von den beiden Platzhirschen, Zentrum für politische Schönheit und dem Peng-Kollektiv. Doch gute Aktionen sind rar, die Fördertöpfe begrenzt und die Konkurrenz ist hoch. Heute wollen wir endgültig klären, wem von beiden die Vorherrschaft über die deutsche, europäische und internationale Kommunikationsguerilla gebührt. Im Dreikampf der Kommunikationsguerilla entscheiden wir heute live on stage, wer die nächste kulturelle Förderung aus Mitteln des Bundes bekommt, um das ganz große politische Theater aufzuführen. In drei Disziplinen werden ZPS und Peng gegeneinander antreten. Ein herzliches Willkommen für die unbestechliche Ringrichterin Letty. Mein Name ist Linus und ich werde Sie heute durch den Abend begleiten. Ja, bei mir ist immer noch Abend. Mit der Aktion Fluchthelferin entfachten sie das Feuer der Nächstenliebe im Sommer 2015 und öffneten so der Islamisierung des Abendlandes Tür und Tor. Sie gründeten die Strömung gegen Kleinwaffenexporte in der CDU und verliehen ThyssenKrupp den Friedenspreis der deutschen Rüstungsindustrie. Mit der Aktion Intel Exit bieten sie Geheimdienstlern weltweit Hilfe beim Ausstieg aus der kriminellen Massenüberwachung. Und mit der Seebrücke des Bundes haben sie erst gestern den Asylstreit der EU beigelegt. Das Kollektiv Peng, gegründet 1840 von einer Splittergruppe des proletarischen aristokratischen Bundes, bei der sonntäglichen Vogeljagd auf LSD, ist heute hier vertreten durch den Hausmeister des Peng-Kollektivs, Jean Peters, auch bekannt als der Torta von Storch. Herzlich willkommen! Sie setzten 25.000 Euro Belohnung aus, um einen der Eigentümer des Panzerkonzerns Krauss-Maffei-Wegmann ins Gefängnis zu bringen. Mit der Aktion Flüchtlinge fressen, bei der sich Flüchtlinge libyschen Tigern zum Fraß vorwerfen lassen sollten, wurde eine dermaßen Aufregung gestiftet, dass niemandem auffiel, dass es gar keine libyschen Tiger gibt und es sich stattdessen um marktübliche sibirische Tiger handelte. Die Aktion Die Toten kommen endete mit dem Errichten hunderter Gräber auf der Reichstagswiese. Zurzeit unterhalten sie im Vorgarten von Bernd Höcke ein Holocaust-Mahnmal. Das ihnen unter anderem Morddrohungen der AfD-Totenkopfstandarte einbrachte. Das Zentrum für politische Schönheit treibt seit 1940 sein Wesen in der europäischen Kommunikationsguerilla. Gründer und Chefunterhändler Philipp Ruch prägte mit seinem Buch Wenn nicht wir, wer dann? Das Lebensgefühl ganzer Generationen vor ihm und wurde so zum Propheten und Profiteur der spätantikapitalistischen Kommunikationsguerilla. Das ZPS unterhält auch hier auf der Fusion einen eigenen Stand, bei dem ihr Revolutionarien kaufen könnt und Komplizen werden könnt. Ausverkauf schreien die einen, Wachstum, Wachstum, Wachstum die anderen.
Der Eskalationsbeauftragte Stefan Pelzer, ein Meister seines Fachs, der selbst die Eskalation regelmäßig noch einmal eskaliert, ist heute bei uns. Ein großer Applaus. Hat jemand eine Münze? Weiß ich nicht, muss mal gucken. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, jetzt ist das Mikro an. Also erstmal direkt Minuspunkte. Mir war zu heiß, habe ich meinen Pulli ausgezogen, hat ihn Jean vom Peng mir hinterm Backstage weggeklaut und angezogen. Nee, schwitz mal schön weiter. Ist doch ein scheiß Pulli. Also und irgendwie fehlt noch die Ringrichterin. Wo ist denn die Ringrichterin? Linus vom Chaos Computer Club hat leider IT-Probleme. Beamer funktioniert auch nicht. Okay, könnt ihr euch schon mal so ein bisschen warm bekämpfen? Das ist so geplant, dass deins nicht an ist und meins schon. Also der Stefan hat mich nämlich hier eingeladen, hat dann erstmal seinen Scherben hier sprechen lassen. Mikro, nimm bitte. Ist an? Okay, also du hast mich nämlich hier eingeladen. Ich habe das Gefühl, dass du hast ja was vorbereitet. Ne? Das Mikro ist erstmal aus, es spricht jemand, ihr habt Pullis und Stand und so. Ich glaube, wir gucken mal, wo das hinführt. Bleibst du da hinten, Ringrichterin? Linus, du musst, glaube ich, erstmal die Regeln vorstellen, oder? Was als erstes genau, wir werden drei Spiele spielen. Ich muss aber erstmal kurz hier die Situation überblicken mit der Ringrichterin. Die Ringrichterin hat Apple-Probleme. Ja, ich glaube, ich muss hier stehen bleiben. Okay, also Ringrichterin da hinten. Das ist gut, dann... Dann kann mir wenigstens niemand auf die Tastatur greifen. Dann sind nur Männer auf der Bühne. Genau, dann kann niemand dazwischen gehen, wenn ihr aufeinander losgeht. Ja, und doch, ich komme einfach vorgesprungen und reiße. Wir brauchen auf jeden Fall mal eine Münze, weil im Drehbuch steht Münze. Hat mal jemand einen Euro? Oder so ein Jeton? ZPS ist immer gut im Fragen nach Geld, ne? Also, ihr tretet an in drei Disziplinen. Die erste Disziplin heißt Manöverkritik, in der ihr eine Aktion des jeweils anderen vollständig beschreiben oder fliegt noch mehr Geld. Das ist ein pinker Jeton, der ist vom letzten Jahr, ne? Vorletztes Jahr. Aber die Jetons sind auch von beiden. Das merkt hier keiner. Die erste Disziplin heißt Manöverkritik, in der eure Aufgabe lautet, eine Aktion der anderen Gruppe vollständig vorzustellen und zu erklären, dabei aber so zu kritisieren, dass ihr kein gutes Haar daran lasst. Der Kritisierte hat danach Zeit für eine Entgegnung. Ihr bekommt Punkte für Humor, valide Kritikpunkte, Fair Play, Unfair Play und nach Willkür der Ringrichterin. Welche? Punktabzug gibt es für Bezüge zu anderen Aktionen, also so etwas wie auch schon da und da, Punktabzug, Vergleich mit oder Lob der eigenen Gruppe und wie immer nach Willkür der Ringrichterin. Für die Manöverkritik habt ihr jeweils 7 Minuten Zeit, die exakt gestoppt werden. Der Timer ist dort zu sehen. Danach erhält die Gegenseite 3 Minuten Zeit für die Entgegnung. Wenn ihr, während ihr kritisiert werdet, dem anderen ins Wort fallt, wird das unter Umständen mit Zeitabzug für eure Entgegnung geahndet. Ja, also, ich glaube, das war's. Es gelten für beide die gleichen Regeln. Wollte ich nur noch mal so sagen. Kannst du auch Punkte kriegen oder abgezogen bekommen? Eigentlich sind alle Punkte am Ende meine. Darf ich noch was vorweg sagen? Oder ist das dann schon Zeit von allem? Willst du jetzt wieder Werbung Leinwand machen? Und spendet, wieder? Nein, ich mache keine Werbung. Ich will nur ganz kurz was zum Festival sagen und so. Aber das bringt mir natürlich Sympathie, aber ich mache das trotzdem. Weil das Linus jetzt nicht gesagt hat, aber ich habe das schon mal gesagt vor 3 Jahren, als ich hier gesprochen habe. Und zwar, ich finde, bevor wir jetzt anfangen hier mit Krieg und so weiter, der wird auch bis zum Ende geführt, braucht euch keine Sorgen machen, finde ich schon, dass wir uns nochmal beim Festival bedanken können so und einen fetten Applaus für alle, die das hier möglich machen, weil ohne die ganzen Leute, die hier
für lau oder wenig oder nix oder Bier oder sonst was schuften und das an den Start bringen, die sind eigentlich hier zumindest heute die Helden und denen gehört nochmal so ein richtig fetter Applaus. Also ich schließe mich dem natürlich vorbehaltlos an, aber ich würde sagen, Punktabzug wegen Schleim. Okay, jetzt müssen wir das mit dem Münzwurf machen. Da zeigt sich dann das... So, wer möchte was hier... Oh. Wie bei den... Hat die Münze wirklich zwei Seiten? Nein, die hat eine Seite. Also was möchtest du? Es gibt das... Stefan, wenn ich nicht entscheiden kann, sagst du. Ich nehme Don't Lose Me. Gut. Ja. Warte, soll ich... Okay. So, okay. Also. Münzwurf, Moment. Oh, die andere. Das heißt, ich fange jetzt an oder das heißt, er fängt jetzt an? Jean fängt an. Du hast 7 Minuten Zeit. Wir stellen den Timer. Achso, willst du hier dich hinstellen? Okay, ich dachte, du bleibst sitzen. Ich glaube, weil es noch keine gibt, sieht man die nicht. Nee, also da unten, man muss da unten in der Ecke gucken, ist Peng und da oben ist ZPS. Man sieht die Peng-Punkte nicht. Dann drücken wir die, rücken wir die. Dann lassen wir die Karte. Es gibt jetzt hier noch ein kleines technisches Problem, wartet mal. Großartig vorbereitet. Möchte jemand in der Zwischenzeit einen Witz erzählen? Sehen wir jetzt die Peng-Punkte? Sind null. Okay, das hat Punkte gebracht. Entschuldigung, Stefan, ich bin auf der Tastatur ausgerutscht. Okay, es ist an. Irgendwas ja immer. Das heißt, ich erzähle eine Aktion und ich bleibe bei der einen Aktion. Ja. That's it, ja? Ja, vollständig darstellen. Du darfst keine Auslassungen machen. Und du musst kritisieren, was das Zeug hält. Für Kritikpunkte gibt es Punkte. Wie viele Minuten? 7 Minuten. 7 Minuten. Dann läuft die Zeit ab jetzt. Okay, ich muss gestehen, ich musste nochmal nachgucken auf der Webseite vom Zentrum, habe mir diese Flüchtlinge fressen angeguckt. Und das ist, glaube ich, diese schlechte Kopie von Schlingensief, ne? Wo die so ein bisschen Tribute von Panem noch hinzunehmen. Das war ein Bezug zu was anderem. Und ja, aber nicht zu mir selber. Okay. Und ich habe den Eindruck, also was war es im Grunde? Das war ein Versuch, erstmal diese Arena aufzubauen in Berlin. Da haben die so Tiger reingetan, libysche, beziehungsweise gibt es gar nicht. So Tiger reingetan und haben versucht, da Europa als europäisches Imperium darzustellen. Mit so einem Video, wo es irgendwie rum, bum, bum macht, hin und her, keiner versteht was. Und am Ende ging es aber um ein Flugzeug, was rüberfliegen soll. Und von Air Berlin habt ihr das gebucht, ne? Und das war dann... Der stellt mir Fragen, damit ich antworte, damit ich dann Punkte abgezogen kriege. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, reinreden ist auch Punktabzug, oder? Ja, das ist Punktabzug. Also, was da eigentlich passiert ist, dass man sich selbst inszeniert. Ich hatte den Eindruck, dass das Zentrum da versucht, irgendwie zu zeigen... Also ich habe mich immer gefragt, was ist die Motivation dahinter? Ja? Die machen da so eine Arena, Tiger, und schreiben überall drauf, das sei großgeistig. Und dann... Also ich glaube, die Aktionen an sich sind ja immer schön. Ne? Ich finde das ja super, dass da auch dieses Gesetz kritisiert wird. Das ist wirklich ein scheiß Gesetz, eine Richtlinie der EU. Die muss auch abgeschafft werden. Aber die Motivation dahinter zeigt eben, was dann daraus gemacht wird und wie es gemacht wird. Das heißt, ich würde jetzt erstmal Manöverkritik geben. Aber der Geist dahinter ist eigentlich das Problem, aus dem diese Manöver heraus entstehen. Das sage ich euch gleich. Also dieser Geist oder der Großgeist oder wie auch immer man es nennen will. Die eine Manöverkritik ist das Flugzeug selber. Also, oder
Da wurde dieses Flugzeug gechartert und es war der Plan, glaube ich, ein leeres Flugzeug rüberzufliegen. Es war nie die Idee, überhaupt wirklich Leute rüberzubringen, weil diese Bilder eines leeren Flugzeugs eben für Empörung sorgen sollen. Und ich glaube, die ganze Aktion hat so ungefähr, ich schätze mal, 250.000 Euro gekostet. Und man soll eben spenden dafür, dass ein leeres Flugzeug rüberkommt. Und dabei, also ich weiß, also ne, es ist möglich. Die Idee hatten wir erstmal selber bei Peng. Wir dachten, wir machen ein kleines Flugzeug und da tut man jemand rein, der fliegt rüber, Ukraine, Dresden, das ist ein internationaler Flugplatz. Ich glaube, ich kriege jetzt einen Punktabzug, weil ich das mit uns vergleiche. Ne? Ich überlege gerade, ob ich 10 oder gleich 20 abziehe. Ja. Oder hättest du lieber 30? Also es war ja unsere Idee erstmal. Ich würde sagen 20. Und der Punkt ist, es wäre, wir hatten halt die Idee, wirklich was zu machen, was das Gesetz wegkriegt. Und deswegen hätten wir, also wir hätten aber nicht so ein großes Flugzeug, Joachim und so. Wir hätten, ja, es geht um uns, verdammt. Es geht um uns. Wir hätten nämlich ein kleines Flugzeug genommen und wir wären damit rübergeflogen. Und dann hätten wir nämlich, wären wir angeklagt worden. Und dann hätten wir nämlich klagen können. Und wir hätten gewonnen. Und dann wäre das Gesetz runtergefallen. Aber ihr habt euch überlegt, nee, lieber eine große Geste machen. Übrigens war der Plan bei uns ungefähr 40.000 Euro hätte es gekostet. Ich weiß nicht genau, wie viel ihr ausgegeben habt. Aber kurz und Komma, da wird halt was aufgebläht mit Großgeistigkeit. Und am Ende, und das ist eben das Ding, so, ist das Kunst oder ist Aktivismus? Das Ding ist, das ist Kunst, das sich dadurch finanziert, dass man sich Aktivisten und irgendwie groß, das ist so der Grohyarz, ne, der größte Humanist aller Zeiten. Das ist so ganz großer Humanismus. Und dann wollen halt alle spenden, weil das der große Arzt ist. Das andere, also eine andere Manöverkritik war, was ich irgendwie wirklich fies fand, war der Augenblick, wo ihr die Dokumente, die Klage, glaube ich, hochgeladen habt, wo die ganzen echten Namen der Leute standen, die klagen. Ne? Und das waren Leute, die in der Türkei festsitzen. Und das sind so die prekärsten überhaupt. Das heißt, wie wird denn sowas überhaupt aufgebaut? Also arbeitet man da mit den Leuten eng zusammen und entscheidet gemeinsam, was da gemacht wird? Und am Ende ist es, glaube ich, dann doch wieder so eine, man kritisiert die Macht, die Mächtigen, die da das machen, was sie selber wollen und irgendwie alle leiten und allen helfen und reproduziert das dann wieder selber und stellt sich eben, also entscheidet eben, wie das gemacht wird und sagt, ach komm, wir machen eine Klage, überzeugt die irgendwie und dann stellt man deren Namen hoch und damit sind die teilweise echt im Arsch, ne? Das hat mich so gewundert, was da passiert ist und wie eng da wirklich mit den Leuten zusammengearbeitet wurden. Ja, und das, also am Ende frage ich mich halt, nicht nur welche Strategie steckt dahinter, sondern welche Fantasie steckt dahinter. Und ist das eine Fantasie, dieses Burden of the White Man? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne, dass wir haben uns halt mit dem Kolonialismus dahin gearbeitet, jetzt sind wir auch in der Pflicht, den armen Leuten zu helfen und deswegen müssen wir die ganz großen Ideen und Aktionen entwickeln. Ich hab ehrlich gesagt das mir nicht viel weiter angeguckt, aber das wäre so meine Kritik. Ich hab noch eineinhalb Minuten. Außerdem sieht der Stefan echt scheiße aus. Ich meine, guckt euch den Stefan an, wie er da sitzt, selbstgefällig. Ey, das gibt mehr Punkte. Okay, er stinkt. Ich habe eben neben ihm gesessen, er stinkt. Wo ist denn da bitte die Objektivität? Das ist objektiv. Setz dich mal neben den. Danke, habe ich vorhin. Ja, also gut. Das ist sozusagen, was ist denn noch passiert bei den Flüchtlingen fressen? Ich glaube, dann habt ihr noch so eine Bühne gemacht, wo ihr alle möglichen Leute eingeladen habt und die haben alle geredet dann auch. Ja. Und dann war es im, ja. Also ich würde sagen, das ist ein valider Kritikpunkt. Ja. Danke. Ja, also, du kannst früher beenden und dann wird die Zeit Stefan abgezogen in der Entgegnung. Super, ja, so machen wir das. Aber vielen Dank, ihr. Schön. Ich will dein Mikrofon nicht, das ist... Da. Also, kurz, bei Stefan selber. Du hast nun 3 Minuten Zeit für die Entgegnung auf die Kritik. Ja. Also, der steht aber jetzt bei minus 350. Wenn ich einfach überhaupt nichts sage... Stefan möchte das...
Stefan, du kannst das gerne ausprobieren. Okay, nicht stopp, ich sag was, okay? Ich hab mir sogar... Also, aber es wäre super, wenn du noch kurz warten würdest, bis die Zeit runtergelaufen ist. Du hast doch vorhin behauptet, es macht so piep, 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 piep. Ja, ich weiß, aber der Ton ist... Also ich höre den Ton nicht. Guck mal, wir haben einen Timer. So. 3 Minuten minus 30 Sekunden. Also 2:30 für deine Entgegnung gegen die Kritik von Jean. Und dann darfst du aber nahtlos Zeit ablaufen lassen. Und dann kannst du direkt anfangen mit deiner Manöverkritik, auf die Jean wieder Möglichkeit zur Entgegnung hat. Okay, also erstmal eine ganz generelle Kritik an Jean. Es gibt bestimmt auch Abzug. Aber der musste von uns heute Morgen hierher gefahren werden. Sonst war der wäre sonst gar nicht hier. So, ne? Nur, dass ihr das mal wisst. So. Der hat gestern Abend so, wie komme ich da hin? Ja, mit dem Zug bin ich um 14 Uhr da. Geht der Ton. So, das ist das Erste. Und dann hat er gerade zugegeben, dass er sich seine Kritik unterwegs hierher überlegt hat. So. Auch schon echt ganz schön mies. Jetzt hat er eine Aktion von uns dargestellt. Lauter falsche Zahlen. Das ist so ein bisschen so rumgeseehofert hier. Lauter falsche Zahlen ins Spiel gebracht. Von wegen 250.000. Das stimmt schon gar nicht. Wir hätten einen Plan gehabt, dessen Flugzeug leer fliegt. Stimmt auch nicht. Wir sind davor mit einem Auto in der Türkei rumgefahren. Auf dem war das Foto von unserem damaligen Bundespräsident und haben quasi Leute aufgenommen, Videos von denen gemacht. Die haben gesagt, hey Joachim, ich will gerne mit dem Flieger mitfliegen. Bitte ruf die Sondersitzung des Bundestages ein. Hatten dann quasi eine Namensliste, Ausweiskopien und alles. Haben alles ans Bundesinnenministerium gegeben und gesagt, das sind die Leute, die mitfliegen wollen. Jetzt müsst ihr nur noch sagen, die haben alle valide Asylgründe, sitzen da fest. Die deutschen Botschaften in der Türkei stellen keine Visa mehr aus. Wir wollen nur euer Okay haben, dann kann das Flugzeug mit Leuten fliegen. Und wenn ihr das halt nicht macht, dann fliegt das Flugzeug leer. Und so war das gedacht. Der Grund, warum wir das alles gemacht haben, ist nicht Fantasie oder sonst was, sondern wir sind eine Promotion-Agentur für bestimmte Themen, die in Vergessenheit geraten. Und dieses Thema des tödlichsten Paragraphen des Asylrechts ist nicht überall im Bewusstsein. Und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das massiv ins Bewusstsein, wie kriegen wir das an jeden Küchentisch und haben uns dann quasi überlegt, wir machen das so. Wir setzen den Flieger hin, sagen, die Leute haben Asylgründe und so weiter. Und wenn entweder ihr sagt, okay, das Flugzeug fliegt voll, oder ihr seid die römischen Imperatoren und sagt, nein, die Leute müssen alle im Mittelmeer sterben. Und dann wurde eine Sondersitzung des Bundestages einberufen. Gehen meine Punkte hoch? Ich bin bei null immer noch. Naja, okay. Sie gehen langsam hoch. Sie gehen langsam hoch? Ich bin auf null. Aber... Wie kann denn was hochgehen, wenn man auf null ist? Naja. Du bist ja aus dem Minusbereich. Ja, also war auf jeden Fall voll scheiße. Ende, auf jeden Fall ist deine wunderbare Entgegnung von Stefan, so. In der er alle negativen Punkte wieder gut machen konnte für seinen persönlichen Angriff auf Jean. Das ist eine großartige Leistung, Stefan, so viele Minuspunkte wieder gut zu machen. Ja, und vor allem, jetzt kann ich wieder Punkte machen, ne? Oder Minuspunkte. Irgendwas auf jeden Fall. So, ich kritisiere dann... Moment, wir stellen einen Timer auf 7 Minuten. So. Die Stefan nun gegeben sind, um eine Aktion von Peng zu kritisieren. Sie muss vollständig dargestellt werden. Punkte für Kritik, unfaire Kritik, Fairplay und Unfairplay und nach unserer göttlichen Willkür. Zeit läuft jetzt. Okay, jetzt sammle ich erstmal direkt wieder Minuspunkte. Also irgendwann hatte ich mal die Idee, Friedenspreis Rüstungsindustrie. Und dann hat John das mitbekommen, hat angerufen und so, hat gefragt, brauchst du die Idee noch so, sonst würde ich die jetzt nehmen. Ja, ihr habt uns nicht mal angerufen, ihr habt die einfach geklaut. Also hat uns quasi so die Idee dann, die war bei uns so im Lager und vergammelte langsam, hat er sie genommen, dachte ich, ey cool, dann machen sie vielleicht endlich mal eine gute Aktion. Hat leider nicht geklappt. So. Im Prinzip, ich muss ja darstellen, was die Aktion ist. So, ne? Die Aktion lief so. Sie haben gedacht, sie machen quasi den von uns aus dem Lager geholten Rüstungspreis. Dann mieten sie ein Zimmer im Adlon, schreiben alle möglichen Rüstungsproduzenten an, hey, hier, wir machen jetzt hier Friedenspreis Rüstungsindustrie. Webseiten baut ihr auch immer, habt da bestimmt auch eine gehabt.
und ladet die quasi ein zum deutsch-französischen Friedenspreis der Rüstungsindustrie und hofft, dass Leute halt dumm genug sind, da aufzuschlagen. So, gleichzeitig schickt ihr an amerikanische Waffenzwischenhändler ein gefaktes Schreiben von Heckler und Koch, in dem ihr hinschreibt, dass ihr aus moralischen Gründen leider jetzt alle Waffen zurückhaben wollt und keine Waffen mehr verkauft. So, haben natürlich alle geglaubt. Ich finde, das ist 20 Punkte wert für diese Aktion. Und dann gab es noch ein Element, was auch doof war. Warte, der Rückruf. Ja, tut mir leid. Ja, aber ich war auch schlecht vorbereitet, das ist schon okay. Ja, okay. Also, lassen wir es bei den zwei Punkten. Also, es gibt noch den vierten Punkt. Und zwar habt ihr auch noch Dreisat reingeholt, dass die eine Doku drüber drehen. Und das müsst ihr euch mal angucken, das ist echt so wie gute Zeiten, schlechte Zeiten ein bisschen. So. So, ne? Also, wie läuft's? Die Waffenindustrie funktioniert so, das sind alles totale Mafiöse, ne? Kleinwaffen sind das tödlichste Produkt der Welt. Dann kommt so ein Brief vom Oberkleinwaffenproduzent Heckler und Koch. Deutsche Wertarbeit, die meisten Toten auf dem Konto, die meisten illegalen Ausfuhren, wirklich ein Laden, den müsste man eigentlich sprengen. So. Und die schreiben dann so einen Brief dahin und sagen, oh, moralische Bedenken. So. Ihr hättet lieber mal schreiben sollen, Mist, wir haben rausgekriegt, der linke, rechte Schutzbolzen ist bei der Serie 2000 bis 7000 komplett kaputt und die geht nach hinten los oder sonst was, dass die alle denken, scheiße, so, aber doch nicht, oh, wir haben moralische Bedenken. Es gibt keinen Waffenhändler auf der Welt mit moralischen Bedenken, so. Zurück zum, wie läuft meine Zeit? Ah, super, ich hab noch ein bisschen. Zurück geht's dann hier mit den, bevor ich dann zu dem Erstinkteil und so komme. Zurück geht's zum Friedenspreis der Rüstungsindustrie, okay? Also hast du dein Athlon-Ding, im Tagesspiegel steht für 50.000, also die Aktion hat 50.000 Euro gekostet, so. Finde ich auch schon echt eine Nummer für so wenig. Und dann, also weil für 50.000 machen wir mehr, jetzt geht's runter bei mir. Naja, ging nicht runter, gut. Jedenfalls, dann kommt so ein Waffenhändler, ne? Kommt ins Athlon rein, ein einziger, die haben 100 eingeladen, so. Einer ist so blöd und das ist auch noch der Typ Christian Stuwe von ThyssenKrupp Marine Systems, also ein U-Boot-Produzent, ist irgendwie so, geht da so hin und denkt so, ja, ich krieg jetzt hier voll den Preis verliehen. Die haben den ganzen Raum voll mit Schauspielern, die alle so Säckchen und so weiter machen, so, ne? Und der merkt innerhalb von 5 Minuten, hier läuft irgendwas gar nicht so, wie es laufen sollte, so, ne? Und haut wieder ab, so, ne? Und da ist das jetzt eben mein Punkt, weil hier sitzt der Typ, ne? Der hat Beatrice von Storch getortet, so. Und dann lässt er diesen Waffenhändler da raus, ohne dass er ihm eine Torte gibt. Du kannst doch keinen Waffenproduzenten durch die Tür wieder rausgehen lassen, ohne ihm eine Torte ins Gesicht zu schmieren. So. Von daher, fetter Applaus für die Beatrice von Storch-Torte, aber auch fetter Applaus, dass er jetzt selber eine Torte gekriegt hat, weil er den Waffenhändler hat ziehen lassen. Also, es gibt ein Problem, Stefan. Du hast nicht glub, glub, glub gesagt. Ach, scheiße. Und damit ist der Tortenwurf ungültig. Und er hat tatsächlich recht. Ich hab's glub, glub, glub vergessen. Ich würde sagen, das gibt leider, ja, 60 Punkte Abzug. Ja. Ey, hasst das Spiel, aber nicht den Spieler. Wo ist die dritte Torte? Du hast noch 1 Minute 40. Ja, wo ist die dritte Torte? Hier steht nämlich noch einer, der eine kriegt. Naja, wo super. Die wohl hin ist. Und guck da! Wieder nicht glub, glub, glub. Wieder nicht glub, glub, glub gesagt und wieder nicht getroffen. Ich
Stefan, zum Ende. Pass auf, eine Sache habe ich noch. Ich habe noch eine Minute. Und zwar, dann im Tagesspiegel sagt eine Nina vom PEN-Kollektiv, Sprecherin, bedankt sich beim Staat, dass er Geld gibt, um gegen den Staat zu arbeiten. Da sagt die so, danke Bundesrepublik Deutschland, ihr seid so toll, dass ihr uns Geld gibt. Und das fand ich nun wirklich das Hinterletzte, sich auch noch bei dieser Bundesrepublik zu bedanken für irgendwas. So, jetzt geht's rund, pass auf. Außerdem hat mir ein Pulli geklaut, zum Glück hat er ihn ausgezogen, wieder so. Meine Kollegin, die ihn herfahren musste, hat gesagt, er hat die ganze Fahrt genervt. Außerdem, wenn wir das halt gemacht hätten mit dieser Rüstungsindustrie, dann wäre das voll geil gewesen so. Also bei uns im Lager braucht ihr euch auf jeden Fall nicht mehr bedienen. Und damit ist die Zeit vorbei, lieber Stefan. Gib mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ich hole Stefan eine Flasche Bier. Und eigentlich in der Zeit wollen wir alle eine Flasche Bier. Ich hole euch eine Flasche Bier. Es kommen nicht noch zwei Runden. So. Euer leibliches Wohl ist natürlich hier meine Aufgabe. Könnt ihr mit dem... Und die Spießer von der Fusion, ne, kommen, sehen uns da so und sagen so, ja, und der Teppich und so. Jean, bereite dich bitte vor. Und du so erstmal so, danke, dass ihr so viel arbeitet. Das Sofa ist so ein bisschen eklig jetzt. Jetzt habe ich... Ah, super. So, erstmal für euer leibliches Wohl. Danke. Ey, ich sag doch, Torten funktioniert immer. Ja. Egal. Torten funktioniert immer. Scheiße, du hast ja recht. Ich meine... Scheiße. Warte, Moment, Was macht... Ey, ich muss mich jetzt verteidigen, ne? Du darfst dich jetzt noch verteidigen. Stimmt. Oh, scheiße. Ja. Aber dieses Torten funktioniert immer, um mal Linus seine Zeit zu klauen, ist wirklich was, weil gestern kam einer zu mir an und meinte halt so zu mir, ja, ihr müsst auch so ein bisschen sagen, die Leute quasi animieren, dass sie auch mal was machen, weil man geht immer zu 1000 Vorträgen und erzählt was und heute ist ja so ein bisschen folklorisch angelegt. Aber ganz ehrlich so, egal ob Schweinfurt, Fulda oder so, überall laufen Arschlöcher rum und jeder hat eine Torte verdient so. Auf jeden Fall, es war lange die Überlegung, wie redet man mit denen? Geht man mit denen Dialog? Und ich denke, da haben wir halt eine Vorlage geliefert. Ich habe das Weg gefunden, mit Leuten Dialog zu Die Torte als Kommunikationsangebot. Ich findet ja auch hier wunderbaren Anklang. Drei Minuten Timer werden gestellt. Und diese drei Minuten, Jean, sind deine. Aber ich muss Punkte abzukriegen, weil ich habe auch reingeredet. Also Zeit abzukriegen eigentlich. Zeitabzug gibt es dafür. Ja, weil ich habe da auch reingeredet. Ja, 30 Sekunden Zeitabzug fürs Reinreden. 30 Sekunden extra für den wunderbaren Tortenkonter. Oh. So. Damit 3 Minuten sind deine, Jean, für die Entgegnung. Ich könnte aber noch mal 10 Sekunden abziehen. Ich finde, Jean hat nicht so gut den Stefan getroffen. Also aber ich habe glub, glub, glub gesagt. Der Stefan hat eine ganze Torte im Ohr. Gibt es dafür Zeugen? So. Ich habe keinen glub, glub, glub von ihm gehört. Ja. Hat irgendjemand gehört, wie er glub, glub, glub gesagt hat? Ja klar habe ich glub, glub, glub gesagt. Okay. Also du hast gerade böse geguckt, ne? Sowas will ich hier auf meiner Bühne nicht sehen. Punkt, 50 Punkte plus. Achso, Abzug. Ihr habt Glück, dass wir die Eier da hinten gelassen haben. Deine Zeit läuft übrigens schon, ne? Oh, die läuft schon. Nee, noch nicht ganz. Jetzt läuft's. Ja, das ist ein bisschen scheiße, weil ich muss gestehen, viele der Kritikpunkte, da stimme ich einfach nur zu. Also, das ist so, jetzt. Ich weiß ja nicht, vielleicht liegt das nicht an meiner Großgeistigkeit. Also an meiner Nicht-Großgeistigkeit, die ich habe. Ich denke, ja, scheiße, das stimmt. Also wir hätten an vielen Punkten, das waren so Manövermomente, wo ich sage, ja, aber weißt du was, wir haben es wenigstens versucht. Und oh, das ist aber ein trauriger Trost, muss ich sagen. Er bekommt dafür einen aber Trostpunkt. Gut, du hast eine Aktion vergessen bei der ganzen Geschichte, man soll ja alles erzählen. Wir haben ein Video der CDU auch produziert, in der die Brigitte Ebersbach hat von der CDU Schwenke, hat sich nämlich dafür ausgesprochen, dass die dass Kleinwaffenexport endlich als Mutter von 3 Kindern und Christin vor Gott die Kleinwaffenexport gestoppt wird.
Und das ist dann sofort bei Fox News und New York Times und so gezeigt worden. Und jetzt hat uns nämlich vor kurzem jemand vom CDU-Kreisverband angerufen. Der wird das gerne nachspielen. Also das geht auf jeden Fall in die Basis rein. Und wir versuchen dann direkt diesen Kleinwaffenexport dazu schönen, beziehungsweise zu verbieten. Und haben dann, ja, ich meine, es gibt wirklich... Jetzt rede ich rein. Also Jean will euch gerade verkaufen, dass die CDU-Basis dafür sorgen wird, dass Kleinwaffenexporte verboten werden. Nein, okay. Ich meine, glaubt doch mal an den Staat. Der gibt uns... Der gibt uns auch Geld. Stefan, du hast doch gestern noch gesagt, ey, so geil. Ich habe gestern noch mal mit irgendeinem so Heini, wer war es, vom Außenministerium geredet. Und der will euch Geld geben und du hast dich gefreut wie ein Ast. Ich meine, was war denn das? Lüge. Punkt und dazu, hier, Lüge. Und hier tust du so, ich war gestern den ganzen Tag auf der Fusion im Funkloch. Also Stefan, du sprichst ja die ganze Zeit rein, das gibt Punktabzug leider. Er lügt halt. Nochmal Punktabzug. Da stellt er sich hin wie die AfD. Mi, 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 mi. 50 Punkte für Jean. Ja, sorry Stefan. Aber ja, also ich muss gestehen, die Punkte, die du gesagt hast zu unserem Ding, also die stimmen einfach. Das ist, da würde ich jetzt nicht sagen, es war so geil. Wir hatten die Torte nicht dabei, das haben wir verpasst. Aber dafür haben wir verdammt nochmal mega einen Aufriss gemacht, um die Waffenindustrie, die total intransparent ist, wo keiner reinkommt. Ich habe 3 Monate lang mit jedem Waffenhändler Deutschlands telefoniert. Applaus, ja, 3 Monate lang mit jedem Waffenhändler telefoniert. Ey, das, ja, okay, also, okay. Aber kurz, also, und ja, die Uhr läuft, das, leider so, das ist nächste deine Mal Zeit jetzt wir's vorbei. Piep, piep, piep. Applaus war, für diese Fundamentalkritik, Jean. Vorsicht. Es war einfach eine gute Kritik. Ich muss nur sagen, es war einfach eine gute Kritik. Also, okay. Fair Play in dem Ja, Fall. Also du hast gehört, dass wir auch Punkte für Unfair Play geben. Ne? Also du musst ich weiß, aber die Frage ist, ob er jetzt das strategisch lobt, um noch Punkte zu sammeln. Ja, dann zieh mir ein paar Schleimpunkte ab, gerne. Ja, 20 Schleimpunkte. Und Stefan kriegt aber auch nochmal 20 Punkte. Hat natürlich Punkte alles wieder nichts mit nichts zu tun. Nein, unterbrochen. Er hat auch schon wieder ständig wir gesagt. Ja, mehrfach unterbrochen, das geht so nicht. Wir kommen in die nächste Runde, meine Damen und Herren. Wir können einen Zwischenzeitapplaus zur Unterbrechung der kurzen Pause machen. Wir sagen gerade, wir müssen eigentlich mit der Nummer auf Tour gehen und Eintritt nehmen. Und uns besser vorbereiten. Ich meine, ich habe die Nummer mit dem Flugzeug vergessen. Ne? Ich meine, die klauen einfach die Flugzeugnummer und fahren das voll an die Wand. Guck mal, 0-0-0-0. Das Spiel hat Regeln, Jean. Und ich weiß, dass du mit Regeln schon immer ein Problem vergessen. Hattest, aber dieses Spiel hat welche. Wir kommen nun zur zweiten Disziplin. Die zweite Disziplin trägt den Titel Improvisation. Ihr erhaltet 1 Minute Zeit. Sekunde mal. Nein, das ist in unserem Tech Rider und so. Nee, es hieß aber, dass jetzt eine eine Publikumsfrage kommt. Ja, das haben wir uns anders überlegt. So. Da schon wieder der Stefan so mi, 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 mi. Die zweite Disziplin ist die Ich Disziplin. Mag Regeln. Ich will, aber wir haben das anders abgesprochen. Ich will halt, dass die Moderation echt so... Politische Schönheit, jetzt, ne? Helft doch mal gegen die. Die zweite Disziplin... Der Arschmoderator hier. Die zweite Disziplin trägt den Titel Improvisation und besteht aus folgender Aufgabe. Du hast jeweils 1 Minute Zeit, dir eine Aktion zu einem von deinem Kontrahenten vorgegebenen politischen Thema auszudenken und dann 1 Minute Zeit, die Aktion vorzustellen. Punkte gibt es dabei für Kreativität, Humor und so weiter. Punktabzug gibt es für das Vorgeben unlauterer politischer Ziele, Unterbrechungen und ähnlichem Unfair Play. Also, es geht los damit, dass in diesem Fall Stefan, du Jean ein politisches Thema vorgibst. Jean 1 Minute Zeit hat, in der du ihn nicht ablenken darfst. Wo sich eine Aktion auszudenken. Und dann hat Jean 1 Minute Zeit,
diese Aktion vorzustellen. Wie gesagt, unlautere politische Themen vorzugeben, wird sofort mit Punktabzug geahndet. Stefan, was ist deine Themenvorgabe für Jean? Ich habe auch keine Zeit, mir jetzt die Themenvorgabe zu überlegen. Okay. Du hast mir eben gesagt, du hättest dir schon was überlegt. Jetzt tut er so, als würde er sich das spontan überlegen. Nein, nein. Also, ich habe folgende super Idee, okay? Also, du hast ein total geil laufendes Techno-Festival, aber dir gehört nur die Hälfte vom Flugplatz. Und alle linken Gruppen fast Deutschlands finanzieren sich davon und brauchen das für ihre Hausprojekte. Und auf der anderen Seite hat ein Stuttgarter Investor die andere Hälfte vom Flughafen gekauft und will dort ein Fliegerdorf bauen, wo dann Ärzte aus Süddeutschland so reinfliegen und in ihre Lofthangars reinfahren. Wie verhinderst du das? Jean, deine Zeit, eine Minute nachdenken, ohne gestört zu werden, läuft jetzt. Wie heißt der Investor? Held, ne? Held heißt er. Wo ist der? Wo ist sein... Da hinten. Nein, nein, ich meine, wo ist wo sitzt der? Stuttgart, wo sonst? Ja, okay, ich glaube, ich bin schon fertig. Also, ist ganz einfach. Oh, das gibt natürlich... das gibt auf jeden Fall schon mal Punkte für Kreativität und Schlagkräftigkeit. Du hast nun eine Minute Zeit, dir diese Aktion hier vollumfänglich vorzustellen, muss sich dabei aber auch die Zwischenrufe von Stefan erdulden, wenn er Nachfragen hat, sag ich mal, deine Aktion hier auf... Wie lange? Eine Minute? Eine Minute Zeit. Oder sollen wir zwei machen? Nee, eine reicht. Eine reicht? Ja, macht einmal Peng und dann ist auch gut. Ja. Ne? Okay, alles klar, so machen wir das. Wunderbar, okay, also. Der Timer wird auf eine Minute gestellt und er läuft ab jetzt. John, deine Aktion. Also, wir holen uns einen Feuerwehrwagen und verkleiden uns als Feuerwehrleute, deswegen können uns die Kameras hinterher auch nicht wiedererkennen. Wir fahren vor Hells Filiale, also links der Büro, und hauen aufs Dach und überall so Rauchdinger und unsere eigenen Rauchmelder, weil sonst wird es nämlich in die Zentrale und da kommt die echte Feuerwehr reingeleitet. Also wir machen nicht das echte Alarmsignal an, sondern machen unsere eigenen an, machen ein bisschen Rauch oben am Haus, fahren rein mit der Feuerwehr und scheuchen alle raus, hier Feueralarm, schnell auf die Straße. Dann machen wir alles zu, barrikadieren das, sagen zu verkaufen, stellen das auf Immobilien-Scout und währenddessen... Und nehmen das alles auf, nehmen alle ihre Akten, stellen die in so Pappkartons und die sind dann schön im Flur und machen was, Fotos was davon und stellen ihr, das raus. Was macht ihr wegen Katasteramt und so? Pass auf, und dann nehmen wir einen Roboter und bauen einen Roboter, der vor deren Zentrale rumfährt und so Kacke abwirft und an die Wände sprüht und immer so irgendwelche Sachen was und dann flucht er und tut so, als wäre er so ein besoffener Punk. Die Zeit ist vorbei. Stefan merkt nörgelnd an, dass du seine Zwischenfrage nicht beantwortet hast. Kein Problem, deshalb geben wir dir jetzt das die Gelegenheit. Das heißt, er kriegt jetzt keine Zwischenfrage. Beim Katasteramt machen wir das einfach auch. Okay. Also einmal, wir werden gleich per Publikumsapplaus entscheiden, welche Aktion die schönere war. Wir stellen schon mal wieder einen Timer auf eine Minute. Denn nun erhält Stefan eine Minute Zeit nachzudenken und eine Minute Zeit, die Aktion vorzustellen, die Jean ihm nun vorgibt. Jean, was ist deine Herausforderung an Stefan? Also du hast festgestellt, dass KitKat 27% Zucker hat. Und du findest das voll scheiße. Du findest das voll scheiße. Was machst du? Weil das ist ja Verbrauchertäuschung. Das wird da immer so Energie und voll gesund und so. Machen die in ihrer neuesten Werbung. Stefan, denk schon nach. Deine Minute läuft. Und was... Was ist das Ziel? Ich verhindere, dass KitKat weiter existiert, oder was? Du willst, dass die öffentliche Empörung über diesen Zucker in dem KitKat-Riegel sich richtig, so richtig Leute sich aufregen. Deine Zeit läuft. Eine Minute nachdenken. Okay. Achso, nachdenken, geil, nachdenken. Ohne abgelenkt zu werden. KitKat. Ich war noch so fair zu ihm. Ja, sorry.
bin fertig. Ja, dann warte noch ganz kurz, dass der Timer zu Ende läuft. Wenn Zwischenfragen von Jean kommen, musst du die beantworten, ne? Das ist ein schönes Format. Jetzt so langsam fangen wir auch an, wie so die wilden Tiere hin und her zu laufen. Ne? Punktabzug hier, zack, da ist deine Bank. Ich weiß, dass ihr keine Torten mehr habt, setz dich jetzt hin. Okay. Ist jetzt der Timer, ich bin wirklich fertig, das ist Zeit für ja, ist in Ordnung, aber wir haben halt nicht daran gedacht, dass ihr schneller sein könntet. Wir haben euch für ein bisschen langsamer gehalten. Also, eine Minute Zeit, deine Aktion gegen 27% Zucker in KitKat-Riegeln läuft jetzt. So, ich besorge mir einen riesigen LKW oder eigentlich gleich eine ganze Armada von LKWs von Sixt. Alles 12 Tonner, da klebe ich ganz groß KitKat und Nestle-Werbung drauf. Dann kaufe ich einfach mega viel KitKat. Ich mache Crowdfunding irgendwie für KitKat. Und dann fahre ich damit zu Kitas und verteile das die ganze Zeit an kleine Kinder, an so 3-4-Jährige, ununterbrochen. Und die sagen immer so, und dann sagt KitKat so, das sind wir gar nicht, aber die Eltern glauben denen natürlich kein Wort, weil die so Zuckerindustrie und so weiter. Und dann fahre ich noch vor mehr Kitas und verteile noch mehr KitKat. Und irgendwann gibt es so Leute, die in Krankenhäuser eingeliefert werden. Das Gesundheitsministerium schaltet sich ein und sagt, es ist eigentlich verboten, KitKat an Kinder zu verschenken und so weiter. Und dann ist die öffentliche Empörung so riesig. Aber du machst das wirklich, ja? Das heißt, du gibst wirklich den Kindern... Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Punktlandung, Stefan! Können wir einen Aschenbecher haben oder einfach auf die Torte aschen? Das müsst ihr mit der Fusion klären. Ich glaube, ist jetzt auch egal. Der Publikumsapplaus entscheidet nun, welche der beiden Aktionen die Publikumspunkte bekommt. Da ist ein Aschenbecher. Genau die richtige Größe für euch beide. Das Publikum entscheidet nun, per Applaus, ist es die Aktion von Jean. Was hast du nochmal gemacht? Kackroboter. Kackroboter gegen Stuttgarter Investoren. Applaus bitte jetzt. Ui, 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 ui. Ey, unfair, unfair. Punktabzug. Punktabzug, Publikum einheizen geht so nicht. Mir ist ganz am Ende aufgefallen, dass der auch noch Applaus kriegt und dann muss man das noch ein bisschen, ne? Aber gut. Euer Applaus nun für die Aktion von Stefan. Kindermästen gegen KitKat. Wahnsinn! Somit endet die zweite Runde in einem Verfolgungskampf hier zwischen Zentrum für politische Schönheit, das aus dem negativen Punktestand es nun geschafft hat, ja, immerhin 50 Punkte zu schaffen. Und Peng dicht folgend mit 30 Punkten auf dem Weg zur Weltführerschaft. Wir kommen noch beide in den Minus, oder? Wir schaffen es noch beide wieder im Minusbereich, oder? Man muss ja aber auch mal dazu sagen, dass Jean sich aus minus 400 hochgekämpft hat. Oh, das gibt natürlich Extrapunkte. Wahnsinn, wir haben Punktgleichstand. Und bevor wir in die dritte Runde gehen, so als Linienrichterin, ich sehe da hinten ganz, ganz böse Schleichwerbung, Linus. Siehst du das auch? Schleichwerbung? Ja, da ist so eine rote Faust zu sehen. Also eine schwarze Faust auf rotem Hintergrund. Das ZPS hat schon wieder seinen Merchandise-Stand aufgestellt mit Spendenbüchsen. Jean, deine Entgegnung? Ja, ehrlich gesagt, ich habe für Oxfam mal kurz gearbeitet.
Und für Foodwatch habe ich jetzt einen Workshop gegeben. Ich kenne das. Da muss man halt Unterschriften abgeben. Dann kommt man in so eine Datenbank und dann kriegt man immer Werbung. Kann man machen, ne? Stefan, ist das Datenschutz-Grundverordnungskonform, was ihr da macht? Ja, das ist auch vor allem, wir haben das ja bei der Fusion angemeldet und so. Also jetzt nicht genau hier, aber da drüben irgendwo. Und wir haben beide so, wir haben eigentlich eine Absprache gehabt, dass wir das nicht erwähnen, aus Fairnessgründen. Und auch nicht erwähnen, dass der Moderator bei uns Mitglied ist und so. Ich könnte mir vorstellen, dass Stefan aus einer Geste des Fairplays die Erlöse dieser beiden Dosen gleich brüderlich mit Jean teilen würde. Könnte ich mir vorstellen. Na, aber dann ist die Frage, wer den Overhead... Das ist dann das Spritgeld, was wir heute für ihn ausgegeben haben. Die Frage ist eher, wer zahlt denn dann den Overhead? Ja, da geht ja total viel Geld rein, dass die Leute bezahlt werden, die jetzt organisieren und so, oder nicht? Bei uns machen das... Seid ihr sozialversichert ordentlich? Ey, Linus, die Antwort war Punktabzug ja. Punktabzug für Linus, die Frage darf man hier auf dem Festival überhaupt nicht stellen. Wird auf dem Zettel vermerkt. Seid ihr bereit für die dritte Disziplin? Nein. Ja. Die dritte Disziplin trägt den Titel Advocatus Diaboli. Und sie funktioniert folgendermaßen. Vom Publikum, das seid ihr, werden Kritikpunkte an deinem Kontrahenten an dich herangetragen. Du musst ihn offen, ehrlich und vehement gegen jede Kritik verteidigen. Punkte gibt es für Humor, gute Argumente, Fairplay, stringente Argumentation und so weiter. Punktabzug gibt es für vergiftetes Lob, das den Kontrahenten in einem schlechteren Licht erscheinen lässt, als ihm in Wirklichkeit gebührt. Das heißt, also für alle, die diese Texte nicht schon 100-mal gelesen haben und das Drehbuch kennen, ihr bringt also jetzt Kritik am Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel heran und Jean muss dieser Kritik entgegnen, obwohl er ja natürlich eigentlich, das Zentrum für politische Schönheit ist natürlich der Intimfeind von Peng, weil ihr kennt das bei den Linken, kein schlimmerer Gegner als der, mit dem man Seite an Seite steht. Am Ende geht es eigentlich nur um Fördergelder, oder? Am Ende geht es um Fördergelder und die Töpfe sind schmal und rar und das ist die letzte Runde. Und ihr seid nun gefragt, mit euren Kritikpunkten, gemeinen Fragen und so weiter an Zentrum für politische Schönheit oder Peng. Und ich sehe, da werden schon die Zentrum für politische Schönheit Hoodies ausgezogen, um clandestin hier Fragen zu stellen. Deswegen freue ich mich auf deinen ersten Kritikpunkt. Zieh ruhig das Hoodie erstmal aus. Ja. Das habe ich leider nicht verstanden. Oh, der Vorwurf lautet mangelnde Bereitschaft zur Kooperation. Okay. Gegen wen wird dieser Vorwurf? An alle. Verteidigt euch. Wer soll zuerst entgegnen? Deine Wahl. Jeton werfen. Der ist irgendwo unter der Torte. Wir haben noch einen Euro. Können wir auch einen Euro werfen? Hier, Zahl, ne? Wer gewinnt, kriegt den Euro? Also, Jean hat gewonnen, darf als allererstes das Zentrum für politische Schönheit gegen den Vorwurf der mangelnden Bereitschaft zur Kooperation verteidigen. Könnte man die Frage präzisieren, weil Kooperationsunbereitschaft ist ja so ein, das finde ich keine präzise Frage. Okay. Gut, warum machen wir das? Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind zusammen hier. Ich darf ja gar nicht, ne? Ihr wisst das nur nicht. Ja, also, okay. Du musst jetzt Ich muss dich verteidigen. Du musst quasi jetzt verteidigen, warum ich keinen Bock habe, mit euch zu arbeiten. Genau. Geht es wirklich nur um uns beide oder geht es um Kooperations- und Bereitschaft mit anderen Gruppen?
Sag mal, also oder Kooperation mit der AfD. Wir miteinander, beide, ja? Miteinander. Die Antwort wurde... Hä? Brauchen wir da einen Timer? Nee. Nein. Oder ja, ich weiß nicht. Was sagt das Publikum? Wie viel Uhr ist es denn? Nein, kein Timer. Du hast so viel Zeit, wie du willst. Das wird ein langer Abend. Okay, also, warum arbeiten wir nicht, arbeitet das Zentrum nicht im Peng zusammen? Ganz ehrlich, ich meine, erstmal guck dir die Webseite von Peng an. Das ist die ist total schlecht aufgezogen. Die haben uns angerufen, einmal gefragt, ob wir eine Idee von denen klauen können. Also wir haben die angerufen, um zu fragen, ob wir eine Idee von denen klauen können. Die sind selber super schwach aufgestellt, versuchen irgendwie das Zentrum zu kopieren, wie es irgendwie geht. Und also warum sollten wir mit denen zusammenarbeiten? Das Problem in Kooperation ist immer, wenn du die Tür einmal aufmachst, da kommen super viele Strullis rein und du hast keine Ahnung, wie du die wieder eingezäumt kriegst. Das ist das Grundproblem, ja. Wenn man was Gutes bauen will, dann sollte man sich genau überlegen, mit wem man das macht. Und da hat das Zentrum eben lange jetzt auch schon etabliert und verschiedene Strukturen aufgebaut, die funktionieren mehr oder weniger. Und das Peng-Kollektiv, die sind halt irgendwie, wollen immer miteinander alles diskutieren bis zum geht nicht mehr. Und dann wird da irgendwie noch der Einwand und der Einwand. Und am Ende machen die irgendwie so eine moralische Geschichte gegen Heckler und Koch. Also wenn wir da mit denen drüber diskutieren wollen, ganz ehrlich, nee. Also ich würde sagen, das waren jetzt 20 hart verdiente Punkte. Eure Frage. Das ist jetzt die andere, es kommt eine neue Frage. Also, okay. Jetzt kommt eure Frage. Das war aber auch ein bisschen viel, weil das war direkt in Bezug auf Peng. Also, ich würde gerne ernsthaft verteidigen gerade eigentlich. Hast du doch. Ja. Ist es? Ja. Hast du. Ja gut, also ich meine, wenn dir nichts anderes einfällt, was sollen wir jetzt machen? Doch, also ich würde nämlich eher darauf eingehen und ernsthaft, das Problem mit Kooperation ist ja wirklich eins, wo man sagen kann, okay, wir planen gerade eine Aktion und ich erinnere mich, bei den Totenkommen waren es zum Beispiel, haben da verschiedene Bündnisse euch auch angefragt, die wollten eine Großdemo machen und das ist wirklich so, dass man plant etwas und dann geht man entweder ins Bündnis mit ganz vielen und ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Bündnissen zusammengearbeitet habt, aber meistens wird es dann wirklich extrem lau. Also da gibt es so viele Stimmen, die halt gleichberechtigt miteinander das diskutieren wollen. Und wenn man wirklich mit Wumms was machen will, dann braucht man halt eine gewisse, ja, eine interne Gestaltungsfreiheit. Und deswegen denke ich, ist es klar, es ist gut, bewegungsnah zu sein und zu versuchen, immer wieder in Bündnissen zusammenzuarbeiten, vor allem auf Augenhöhe. Und es gibt, was sagst du, keine Bullen, ja? Du weißt halt nicht, welche Bullen oder welche Zivilcops irgendwie da mit dann plötzlich bei Bündnissen sind, mithören. Also man muss sich auch schützen in den Bereichen, in denen man arbeitet. Und das ist nicht so einfach zu sagen, hey, wir arbeiten jetzt mit allen zusammen, offen und ihr könnt jetzt zum Plenum kommen. Das ist eine andere Form. Ja? Das gibt es, das ist cool, aber das ist halt nicht diese Form. Vielen Dank, Jean. So, nun also eure Frage oder Kritikpunkt an Peng, der dann beantwortet wird von Stefan Pelzer. Ich sehe hier vorne eine Wortmeldung, die ist angenehm, weil nah dran. Er ist nicht nachhaltig, ist so Strohfeuer und dann kommt nichts mehr hinterher. Ja, die Kritik an Peng, gegen die du nun Peng verteidigen musst, lieber Stefan. Und zwar, ich erinnere an die Regeln, mit aller Vehemenz und Werf. Und ohne vergiftete Komplimente. Vergiftete Komplimente würden mit einem Punktabzug geahndet werden. Davor kann ich dich nur warnen. Ja, du fischst gerade nach vergifteten Komplimenten, oder? Ich erkläre also, nur noch mal die Regel. Erstmal muss ich sagen, so stimmt, was er natürlich sagt, so ist schon so ein bisschen Strohfeuer. Stimmt, was er gesagt hat, so. Aber ich meine... wenn man, also die von Peng, die arbeiten halt auch so, dass es darauf angelegt ist, so ein kurzes Strohfeuer zu machen. Und die binden immer ganz viel so Journalisten mit ein und sowas und so weiter, um so einen ganz kurzen Ein-Tages-Effekt zu haben. Das ist halt den ihr Konzept. Und komme ich jetzt ins, geht das, klappt das mit dem ins Minus kommen? Ja, super. Ja, ansonsten, scheiße, ich muss dagegen verteidigen, obwohl es voll stimmt so. Tja, außerdem, wer hat das immer auch gerade gefragt, so?
Wer hat das gerade gefragt? Du oder was? Das ist auch so ein bisschen so, kennt ihr das, so Sunday Morning Quarterback so? Irgendwie so vom Sofa aus zu kritisieren, oh, war ja wieder nur ein Strohfeuer. Hab heute in der Zeitung gelesen, voll die fette Aktion gemacht. Am Morgen war wieder Deutschland 2-0 verloren in der Zeitung. Was ist jetzt mit gestern? So. Ja, ich bin immer noch nicht weit genug im Minus. Ja, meine Kritik ist vorbei. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen lame, die letzte Runde, aber ich kann halt auch Peng nicht gut verteidigen. So. Ist auf jeden Fall schwierig. Ich war ja sonst gut und habe immer viele Punkte gemacht. Bin jetzt. Du musst auch noch mehr Minuspunkte machen. Ja, ich muss mal ein bisschen reinreden. Ey, was soll das, dass du Peng nicht verteidigen kannst? Wir sind doch die Besten. Weißt du was? Warte mal, ich habe noch hier. Ja. Feuer? Wo ist Feuer? Oh, das gibt aber Punktabzug, Stefan. Das gibt Punktabzug. So, ein weiterer Kritikpunkt. Da hinten, warte, Kinder. Oh, Stefan. So, hier, ein bisschen noch ernst. Ne? Da hinten gibt es ein, können wir ein Mikrofon dort? Ja, okay, wunderbar. Ein Applaus für den jungen Herrn. Warte mal kurz, ey, stopp, Entschuldigung. Aber jetzt gerade haben schon nur Kerle was reingesagt. Wollen wir vielleicht auch mal ein bisschen... Ja, da nee, vorne, Ruhe, da ist eine Frau, vorne, die möchte sich melden. Da vorne war, da vorne hat sich jemand gemeldet, direkt da. Passt. Ja, bitte. Ja, muss Stefan dann entgegnen. Ich wiederhole deine Frage einfach. Okay. Die Frage lautet, gegen die Aktion Deutschland geht klauen, richtet sich die Kritik, dass dadurch sehr viel Aufmerksamkeit auf Ladendiebstahl erzeugt wurde, der es nun den Menschen erschwert, sich durch Ladendiebstahl zu ernähren, die darauf angewiesen sind, sodass damit tatsächlich und ich Schlechtes geschaffen wurde. Also du musst einigt euch mal, entweder Strohfeuer oder jetzt dauerhaft ein Problem. So, ne? Also beides geht ja nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Das war ein giftiges Argument. Ach so. Und ich finde, dass man bei allem muss Mensch immer abwiegen. Und wenn man... Wenn Mensch so eine Aktion macht und sagt, Deutschland geht klauen, um darauf hinzuweisen, dass, dabei ging es ja darum, ich kenne die Aktion nicht genau, darum ging es ja darum, darauf hinzuweisen, dass Leute ausgebeutet werden in den Herkunftsländern und Mensch deswegen klauen gehen soll und das Geld dann an Peng bezahlen soll und Peng das dann wieder weiterleitet an die Gewerkschaften und so weiter in den Ländern der Ausgebeuteten. So. Und ich find's auf jeden Fall keine korrekte Frage zu sagen, ja, wir spielen jetzt hier, das soll so nicht passieren, damit hier Leute weiter klauen gehen können, um ihren Lebensunterhalt quasi zu verdienen und weiterhin auch die Produkte der Ausgebeuteten. Also ich finde nicht, dass das so gegeneinander ausgespielt werden darf und dass deswegen gesagt werden kann, wir können nicht so eine Aktion machen, um auf das Leid derer hinzuweisen, die Produzenten sind, damit in Deutschland nicht mehr so, dann kann in Deutschland für 2 Monate nicht mehr so geil geklaut werden. So. Weil nach 2 Monaten, glaubt's mir, könnt ihr wieder genauso eure Sojawurst oder Bockwurst mitgehen lassen, merkt keine Sau. Jetzt mache ich Werbung, ne? In Miro gibt's eine Tankstelle für eure Rückfahrt, so, ne? Wenn ihr da zusammen hinfahrt, also wenn ihr 200 Liter Diesel tankt, kriegt ihr eine Bockwurst und einen Kaffee dazu. Also Werbung gibt auf jeden Fall Punktabzug, Stefan. Ja. Yeah. So, wir suchen nach einer Frage mit Kritik an das Zentrum für politische Schönheit, gegen das Jean nur das Zentrum für politische Schönheit verteidigen kann. Wie immer geben wir Fragen von Frauen oder sich als Frau fühlenden Personen den Vorrang. Ja, ich weiß. Habe ich jetzt keine Wortmeldungen gesehen? Dann nehmen wir den Wortmeldungen dort hinten.
Du kannst laut schreien, fass dich bitte kurz, weil ich deine Frage wiederholen muss. Oh, harter Punkt. Die Frage lautet, wenn ihr beide euch hier als die absoluten Speerspitzen der linken Bewegung geriert, wieso schafft dann jetzt Horst Seehofer Angela Merkel ab und euch ist es nicht gelungen? Moment. Nee, ist mir auch mit den Punkten egal. Leute, Merkel ist nicht das Problem in Deutschland. Ob Merkel oder Gabriel oder sonst irgendjemand. Nee, Merkel ist ein Problem. Aber ohne Merkel, also jetzt so, Hotze ist jetzt nicht die Speerspitze der Bewegung. So. Und das ist nicht eine Frage, also das ist so, das ist fast schon disqualifizierend durch die Frage, weil das keine systematische Kritik ist. So, ja, und dann kommt Merkel weg, dann kommt, keine Ahnung, wer kommt dann? Dieser Spahn oder sowas. Stopp jetzt, ich muss auch mal ein bisschen Punktabzug kriegen. Also, erstmal ist das Zentrum Politisch keine linke Organisation. Also, die sind sehr klar. Oh. Die sind, das ist ja. Oh, da will aber einer in den Keller der Punktzahlen. Das Zentrum geriert sich selber an Elitenbeweihräucherung. Die sind die Speerspitze der Großgeistigkeit. Im Buch von Philipp steht ja am Ende auch Stolz, Abendland, Ehre, das sind alles Worte, die darin vorkommen. Das sind nicht unbedingt linke Werte. Ja? Also deswegen würde ich sagen, in dem Fall ist es nicht unbedingt so, dass das Zentrum dafür steht, dass die sagen selber, sind eine konservative Bewegung und sie wollen eben die echten Werte der Konservativen wieder nach vorne bringen. Und das ist eine Strategie, ja, die funktioniert auch sehr gut. Damit kommen die eben in die Weltfeuilletons und die Leute in der Welt sagen, ey Mensch, wir sind da echt auf einer Seite, hätte ich nicht gedacht. Aber das steht da. Ich glaube, noch eins. Ja. Aber ganz ehrlich, es ist, wie du auch gesagt hast, das Problem ist der grassierende Rassismus in der Gesellschaft und damit sollte man eher auf die CDU, auf die CSU gucken und die... die haben ein Müh von dem Geld, was die linke Partei oder die Grünen haben. Also, und die schaffen es erst recht nicht. Wie soll man denn also aus dem Theaterraum heraus eine Politik vergiftet wieder, ne? Und ich sehe ein Schild. Auf diesem Schild steht 0 Minuten. Das bedeutet, unsere Zeit auf dieser Bühne ist vorbei. Wir danken dem Fusion Festival. Wir danken euch. Wir danken Jean vom Pen-Kollektiv. Und wir danken Stefan vom Zentrum für politische Schönheit. Und wir danken der unbestechlichen Ringrichterin Letty. Und wir danken Linus. Und wir danken Linus. Yay! Leider sehe ich gerade beim Blick auf die Punktetafel, dass wir den Gewinner nicht einwandfrei feststellen konnten. Insofern bleibt es spannend im Kampf um die Vorherrschaft in der Kommunikationskarriere zwischen Zentrum für politische Schönheit und Peng. Und wir freuen uns auf viele Jahre, die ihr uns noch unterhalten werdet, ohne irgendetwas politisch zu bewirken. Vielen Dank! Ja.